Wenn wir mit der Akustikgitarre Lieder begleiten, dann sind wir immer um Tipps froh, um diese Begleitung ein bisschen interessanter zu gestalten. Denn im Endeffekt will keiner so ein einfaches Hin- und Hergeschrubbel auf der Gitarre hören. Im heutigen Video zeige ich dir, wie man es schafft, sich selber eine Sammlung von Tricks anzulegen, mit denen man dann spontan und frei Akkordfolgen interessanter gestalten kann. Los geht's! Lass uns gleich direkt ins Thema starten. Wenn man es schaffen will, frei und interessanter zu begleiten, dann muss man anfangen, so viel wie möglich zu stehlen. Ja, stehlen. Das klingt jetzt erstmal überhaupt nicht kreativ und legal, ist es aber. Denn es geht nicht darum, Sachen eins zu eins zu kopieren und irgendwelche Urheberrechte zu verletzen, sondern sich selber inspirieren zu lassen. Eines meiner größten Vorbilder, Tommy Emanuel, sagt es immer wieder, Leute, klaut's einfach oder stehlt so viel ihr könnt's. Jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß. Lass uns ein Beispiel machen. Wir haben die Akkordfolge A-Moll, F, C, G. Wenn ich die jetzt ganz normal spiele, dann klingt's nicht sonderlich interessant. Vor kurzem habe ich ein Video gemacht zum Thema Begleitungen interessanter gestalten anhand von Top Notes. Und da habe ich dieselbe Akkordfolge dann am Ende so gespielt. Und das klingt doch irgendwie interessanter, oder? Und das habe ich mir nicht wirklich selber einfallen lassen, sondern diese Idee stammt vom Song Hurt in der Version von Johnny Cash. Ich habe nämlich gelernt, in einem meiner Videos habe ich schon mal irgendwie Hurt von Johnny Cash geschrieben. Ich habe gelernt, dass das eigentlich im Original von Nine Inch Nails ist und Johnny Cash das gecovert hat. Wenn man sich den Chorus mal anhört, dann merkt man, dass da der oberste Ton, die oberste Note immer gleich bleibt. Das war jetzt natürlich nicht das Original, sondern von mir eingespielt, weil das aus Urheberrechtsgründen leider nicht möglich ist. Aber so in der Art klingt es auch im Original. Ich würde empfehlen, einfach mal reinzuhören, denn ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das da vielleicht sogar mit einem anderen Instrument oder mit einer zweiten Gitarre oder so gespielt wird. Ich glaube nicht, dass das eine Gitarre ist. Ist ja völlig egal, es fällt eben auf, dass der höchste Ton immer gleich bleibt. Und als ich das Lied dann damals gelernt habe, habe ich das auf die Gitarre übertragen und fand diese Art und Weise zu spielen total schön. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn du so einen Fall hast, dann versuch's bei so viel bestehenden Songs wie möglich anzuwenden. Auszuprobieren. Wenn du ähnliche Akkordfolge hast, schau, wie klingt es? Kann ich den Ton da liegen lassen? Was passiert da? Also immer wieder bei bestehenden Sachen anwenden, wenn du einen neuen, ich sag jetzt mal, Trick oder irgendeine neue Herangehensweise gehört hast. Dadurch, dass der Rhythmus wahrscheinlich ein bisschen anders ist oder auch die Anordnung der Akkorde, ist es auch kein 1:1 klauen, sondern man klaut sich das Konzept dahinter, die Idee dahinter. Und es ist wie mit allem, man muss machen, 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 um das Ganze zu verinnerlichen. So habe ich meine ganzen Tricks gelernt. Ich habe immer, wenn ich irgendein cooles Lick oder irgendeinen coolen Trick gehabt habe, habe ich versucht, den bei so vielen bestehenden Songs wie möglich anzuwenden. Ob das dann letztendlich bei allen Songs so gespielt wird oder nicht, das ist erstmal egal, sondern es ist einfach nur wichtig zu erforschen, wie wirkt es, wann kann ich das einsetzen. Nehmen wir doch diesen Trick mal und wenden den auf ein paar verschiedene Akkordfolgen von bekannten Songs an. Und du kannst jetzt entscheiden, ob du das schön findest oder nicht. Und je öfter du diesen Trick verwendest, umso normaler wird diese, ich sage jetzt mal, diese klangliche Färbung für dich. Und umso eher bist du dann in der Lage, wenn so eine Akkordfolge kommt, zu hören, ach, da könnte ich jetzt eben meinen Trick in Anführungszeichen anwenden. Die Herangehensweise ist ziemlich unromantisch, dafür aber wahnsinnig einfach und
extrem effektiv. Also du kannst es wirklich mit jedem noch so kleinen Blick oder mit jeder noch so kleinen Umspielung versuchen. Zum Beispiel, wenn man einmal Father and Son gelernt hat und diese kleine G-Umspielung da gelernt hat, kann man dann immer, wenn G-Dur klingt, versuchen, den G-Dur so zu umspielen und eben diesen G-Dur-Akkord interessanter zu gestalten. Übrigens ist es dann ein C mit G im Bass, also auch ein Trick, den ich total gern verwende. Dadurch, dass der ganze Kontext und der Rhythmus anders ist, ist es auch kein 1-zu-1-Klau, sondern einfach nur ein, ich sag jetzt mal, sich inspirieren lassen und das dann selber anwenden. Das ist das, was in der Musik schon immer passiert. Also John Frusciante zum Beispiel, einer meiner Lieblingsgitarristen, man hört extrem den Einfluss von Jimi Hendrix. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden und gerade musikalisch ist es echt schwierig, das Rad neu zu erfinden. Wir haben halt einfach nur eine begrenzte Anzahl an Tönen und mehr ist halt einfach auch nicht drin. Muss man dann eben schauen, wie jeder so seinen eigenen Stil findet. Und mit der Art und Weise schaffst du mit der Zeit ein großes Repertoire an Umspielungen und diese Umspielungen sind beim Begleiten, ich würde jetzt mal sagen, so das Salz in der Suppe. Wenn du Lust auf ein paar weitere Akkordtricks hast, die ich gern verwende, dann kann ich dir dieses Video hier empfehlen. Ansonsten freue ich mich, wenn du das Video mit Freunden teilst, wenn du mir den Daumen nach oben gibst und Kommentar und so weiter. Du weißt schon, das typische YouTube-Zeug. Danke und bis nächste Woche. Ciao.